Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spider-Man Remastered DLC. Was für ein DLC ist das nochmal? Wir kämpfen, jetzt habe ich's. Ich muss kurz mal nachdenken. Check den Instant Gaming ab. Ist alles in der Beschreibung. Und Discord auch abchecken. Da ist ein Giveaway. Und ja, ne? Geh wieder rein, würde ich sagen. Tannhammerhead nicht wie jeder andere Kriminelle sein. Ein kleines Abfallentsorgungsgeschäft führen, Trainingsanzüge tragen, eine Menge Fleischbällchen verdrücken und gelegentlich ein paar Betrügereien abziehen. Warum hat er so viel Ehrgeiz? Vielleicht liegt's an der Platte in seinem Kopf. Hoffentlich bin ich Yuri noch voraus. Wenn sie Hammerhead gegenübersteht, könnte sie etwas tun, was sie später bereuen wird. Alles okay? Warum fragst du? Ach ja, den Spidey-Sinn hatten wir noch nicht. Das machen wir dann nächste Stunde. Oh, ja, alles gut. Ich bin im General. Du bist im Krankenhaus? Wieso? Was ist passiert? Hat dich etwa jemand? Nein, nichts dergleichen. Ich bin von der Brücke gesprungen. Wie bitte? Ich bin von der Brücke gesprungen. In Queens. Geht's dir gut? Ich komm dich abholen. Nein. Mir geht's gut. Mein Zeh ist gebrochen. Wusstest du, dass man da nichts machen kann? Man kann nur abwarten. Miles, du kannst so etwas nicht machen. Weiß ich jetzt auch. Ich mein's ernst. Du hast Kräfte, aber du bist nicht unverwundbar. Glaub mir, deine Kräfte... Ich glaub gar nicht, dass ich das sage, aber... Sie bedeuten Verantwortung. Und du musst danach handeln. Ich hab dir noch nie so... Ja, tut mir leid. Ich werde mich bessern. Das wirst du. Am Wochenende sehen wir uns zur nächsten Stunde, okay? Okay, danke, Pete. Gute Besserung, Kleiner. Was? Von der Brücke gesprungen ist der Bree. Ja, so kann man es auch ausprobieren, ne? 1039C, Zeuge meldet Zerstörung von öffentlichem Eigentum. Haben einen Vorfall bei Longacre. Over. Hilfe! Holt uns hier raus! Die Magiadons. Na sowas. Die Spinne. Gerade rechtzeitig zur Übertragung. Übertragung? Guten Abend, New York. Willkommen zu meiner heutigen Show. Der große Wachwechsel. Was hat er da für einen Anzug an, hä? Erinnern Sie sich, als Ehre und Treue noch etwas bedeuteten? Ist das Zement? Als man die Magier fürchtete und respektierte. Heute Nacht! Die gute alte Zeit kehrt zurück. Hilfe! Hilfe! Ich wünschte, ich könnte dabei sein. Nur Geduld. Wir sehen uns bald wieder. Was ist denn für ein Anzug an, hä? Wenn ich den Zementmischer nicht abschalte, werden die Dons lebendig begraben. Geschafft! Fürs Erste. Sie dürfen nicht an den Zementmischer. Die Dons sind tot, wenn ich den Mischer nicht ausschalte. Ja, wo denn, wo denn? Willst du auch im Zement Mann, wie kann ich den ausschalten dann? Halt doch schnell. Bring den Mischer zum Laufen! Oh mein Gott, so. Komm her jetzt. Sonst müssen nur noch ein bisschen durchhalten. Mein Gott, wer ist der denn? Ja, da muss vom Zementmischer weg. Hat jemand etwas? Hammerhead ist evolviert! Jemand muss zum Mischer!
Ey, Moment. Ey. Verrückt dich, Bro. Komm runter, was ist mit euch los? Hä? Man kann hier unten kaum atmen. Hält uns. Ist doch nicht viel Zement. Das war gut, wieder sicher. Für den Moment. Meine Fresse, ein Moment, Digga. Warte. Das lebt nicht mehr. Das macht nicht mehr meine Heilung automatisch. Ich verstehe das nicht mehr. Warum es nicht mehr geht. Wirklich. Kann ich nicht nachvollziehen. Fürs Erste. Sie dürfen nicht an den Zementmischer. Boah, diese Fettsäcke immer. Ich würde es sehen. Nicht ausschalte. Juri noch nicht da. Willst du eine Kostprobe? Angetroffen! Ist doch nicht viel Zement. Das kannst du so bleiben. Achtung, vor dem Auflegen! Den Karl trotzdem fehlt. Einen Moment. Wir können gleich wieder ein bisschen schmacken. Oh, shit. Wisst ihr, Jungs, es wäre einfacher für mich, wenn ihr die Schilde runternehmen könntet. Mein Gott. Wie Fettsäcke, Alter. Wirklich, ich krieg die Krise. Ist es okay, wenn ich ganz die Dinger am Graber Leben nenne? Oh, ich glaube, das ist ruhig. Alle glauben, Schilde seien cool, aber... Blödsinn, die sind cool. Noch ein Graber. Die da drin Becherhalter haben? Hey, wie nennst du die? Ich, Graber? Ich weiß nicht, Mann. Denkst du dir doch einen Namen aus? Mein Gott, Digga, es reicht doch. Es bockt doch nicht, wenn das ganze Set so läuft, Digga. Heftiger als diese scheiß anderen Leute da. Ich kann auch keine Dings einsetzen. Ey, ich raste gleich nicht. Digga, was sind das für Leute, Bruder? Die sind doch nicht mal normal. Guck dir die an. Nee, Digga, das braucht nicht mehr. Ich dachte ehrlich, jetzt bei der nicht mehr so. Nee, das ist nicht mehr so geil. Guck mal, du kriegst nur auf die Fresse, Digga. Ich will gar nicht wissen, wie es im nächsten DLC ist, Digga. Voll mit Zement, ich muss weitermachen. Will ich gar nicht wissen, Digga. Das bockt nicht, sei ich dir ehrlich. Also, wenn mich sowas nur ein scheiß DLC ausgekauft hat, dann soll ich wirklich vergraben gehen. Sie sind cool. So wie die Leute hier jetzt hier. Diese komischen Bombs oder wie die alle hier hießen. So soll er sich vergraben gehen, Digga. Bitte schön. Noch ein Graber. Die da drin Becherhalter haben? Ja, Bruder, jetzt kommt der schon wieder. Alter, ich. Graber? Was stimmt bloß mit dir nicht? Ich weiß nicht, Mann. Denk du dir doch einen Namen aus. Wie wär's mit Mann. Aber wie der aushält, Digga. Nein. Ein Kurzschluss. Der Mischer lässt mich nicht abstellen. Digga, geht mir doch nicht auf die Eier, Digga. Komm schon, extra starke Netzrezeptur. Halte! Hab kein Netz mehr, Digga, was soll ich machen? Jetzt ist meine Netz jetzt voll auf, nachweislich Zementfetten. Ja, natürlich, die stoppt auch nicht, wenn du... Ach, ja, scheiße, auf die Scheiße, wirklich. Ich kann das nicht mehr. Das wird Schmerz! Junge, das ist unmöglich. Etwas Geduld noch. Wir werden sie da rausholen. Die Dons sind bei den Cops sicher. Und jetzt zu Mr. Groß, dunkel und flachköpfig. Hammerhead! Wie sich fällt! What the fuck, Bro? Nee. Gut gemacht, Spinne. Mein Gott.
großer Auftritt ist versaut. Aber was soll's? Das Risiko von Live-Fernsehen. Gefällt's dir? Projekt Olympus in Aktion. Hab's vollendet, als du mit den Dorns gespielt hast. Das trägt man diese Saison also in Paris. Ich sag's nur ungern, aber Metallic steht dir nicht. Ich will die Mafia hier wieder aufbauen. Das braucht langfristige Führung. Jetzt bin ich langfristig. Deine Ersatzteile vielleicht, aber du? Du bist verrückt. Na, ich bin einfach jemand, der sich mit PR auskennt. Die Stadt nimmt die Magier längst nicht mehr ernst. Kein Respekt mehr. Aber wenn sie sehen, wie ich dich zermalme, wird sich alles ändern. Zurück zu den glorreichen Zeiten. Das ist doch jetzt nicht deren Ernst, wirklich. Die Ausrüstung lässt sich kurz schließen. Ja, wie denn? Das nenne ich Sichtschädel. Er ist verwundbar, wenn er angegriffen hat. Ah, okay. Okay. Ja, Bro, er gibt mir 2 Hits, ich bin tot. Was ist das denn? Wer hat sich so eine Scheiße ausgesucht? Ich kann das nicht mehr. Junge, der ist fetter als Wino, Alter. Okay, okay, Bro, beruhig dich, lass mich in Ruhe. Bro. Oder ich hasse diese Dinger, ne? Piss dich doch einfach, bitte. Lass mich einfach in Ruhe mit dem, mit eurem Boss. Einfach mit eurem Boss in Ruhe lassen. Unglaublich, was der mir für Hits gibt. Und ich komme nicht mehr raus. Ich hab, ey, das bockt doch nicht, Bruder, ja. Der, also, wenn das gefeiert hat, Digga, der hat irgendwas verloren in seinem Scheißleben. Oder was soll ich denn machen? Was? Ich habe kein Leben, soll ich gegen ihn mit 30 HP ankommen oder was? Digga, gib mir einen Hit, ich bin tot. Der Fettsack. Die Ausrüstung lässt sich kurz schließen. Ey, das war eigentlich für den Hammerhead bestimmt. Ey, Bruder. Scheiße. Ey, Digga, reicht doch langsam, Bruder. Das braucht doch nicht, Junge. Allah, das braucht nicht. Was ist das denn? Was hat der denn hier? Alter. Junge, das ist krank. Ich weiß, noch nie hat sich so, hab ich sowas erlebt. Das ist richtig ein Endgegner. Der ist stärker als alle. Gefühlt, sag dir ehrlich. Das ist weg hier. Das bin ich gleich tot. Du solltest die Obrigkeit respektieren. Ich glaube, dass die Gefahr gut ist. Bist du lebensmüde, ha? Ich hab schon gegen einige Addiction gekämpft, aber keiner war so hart. Angetroffen!
ich bin ehrlich, ich habe Schwierigkeit auch runtergemacht. Nicht auf ganz runter, sondern auf Mitte oder so, glaube ich, was das war. Weil erstaunlich, das ist zu übertrieben und weil du nach der, das kann ich nicht. Wirklich. So. Ja, du bist so ein Fettsack, ne? Du bist schlimmer als... Ich weiß ja nicht, aber... Ja, schon. Eine Bewegung. Sie sind verhaftet. Tja, sich zu einem Verbrechen gegen die Natur zu machen, war wohl doch nicht so schlau, hä? Du hast nicht zugehört, was ich langfristig sagte. Die Magia ist geduldig und weiß, wann der richtige Moment ist. Juri. Nein! Juri! Tu das nicht! Captain! Stopp! Das ist übel. Bei unserem letzten Treffen sprachen wir über Furcht. Wie fühlt sich das an? Einfach prima. Krass, das war's mit dem DLC. Ja, ich am Ende habe ich noch ein bisschen geschummelt, ja, aber ich bin ganz ehrlich, spielt selber auf erstaunlich gegen diesen kleinen Pisser da. Und dann spürte das schon, wie bad das ist, wirklich. Aber ihr habt es ja selber gesehen, es war auf erstaunlich. Ich habe es dann nicht zurückgesetzt, wo ich ihn schon drin war. Also von daher, das ist krank gewesen, wirklich. Sonst wären wir morgen nicht fertig gewesen. Der Captain tut mir leid, aber ich bin froh, dass das Monster tot ist. Wer sagt, er ist tot? Och nee. Ich dachte, der ist weg. Bro. Boss. Dann werde ich ja schon wieder Spaß haben im nächsten DLC. Ist ja toll. Freue ich mich ja. Ach, Bruder, wirklich. Naja. Egal. Jedenfalls, check alles ab. Ja. Ist alles kostenlos. Okay. Nur mal so nochmal. Ich will nicht immer alles doppelt sagen. Dreifach sagen, fünffach sagen, wie auch immer. Ja. Ihr profitiert davon. Ich profitiere davon. Ja. Ein gutes. Okay. Ja. Wir sehen uns im nächsten DLC. Haut rein. Tschüss.